Stell dir einen Anzug vor, der dir perfekt passt, etliche Jahre keine Falten bekommt, sich selbst repariert, wassergeschützt ist, Klimaanlage und Heizung in Serie hat und dich vor äußerer Einwirkung und Strahlung schützt. Und das alles kostenlos. Tja, du trägst ihn bereits. Das ist deine Haut. Was, glaubst du nicht? Schau mal. Deine Haut besteht aus drei Schichten, der Epidermis, der Dermis und der Hypodermis. Unsere Reise beginnt mit der Epidermis. Sie bildet die oberste Hautschicht und ist damit dein ganz persönlicher wasserdichter Schutzanzug, der deinen Körper vor Bakterien und äußeren Einwirkungen schützt. Dieser Anzug ist mit Keratin ausgestattet, der Substanz, die deine Haare und Nägel so stark macht. Die Lebensspanne dieser Schutzhülle ist zwar nicht sehr lang, aber die alten Zellen werden nach 4 bis 6 Wochen komplett durch neue Zellen ersetzt. Übrigens, die Hälfte des Staubs in deiner Wohnung sind deine eigenen abgestorbenen Hautzellen. Wir häuten uns sogar. Das passiert allerdings so langsam, dass wir das gar nicht merken. Wenn du dir diesen Prozess im Zeitraffer ansehen würdest, sähe es aus, als wären wir sich häutende Schlangen. Doch die menschliche Haut ist viel größer als die einer Schlange. Wenn man sie ausbreiten würde, wäre sie ungefähr 2 Quadratmeter groß und ihr Gewicht käme auf ca. 9 Kilo. Das ist die Größe einer Doppelbettdecke. Die Epidermis sieht aus wie eine Fabrik zahlloser Zellförderbänder, aber nicht nur sie sorgt für den Schutz deines Körpers. Reisen wir weiter und lernen die Immunkrieger kennen, die hier leben. Die Lymphozyten. Die bekämpfen Bakterien und Mikroben, die sich durch die Schutzschicht mogeln konnten. Hey Leute, wir wollen keinen Stress, sondern nur mal gucken. Wir reisen immer weiter in die Tiefe, bis hin zur unteren Epidermis. Die Bildung unseres Schutzanzugs beginnt genau hier. Erst ist die Epidermis ganz weich und wächst dann langsam in die Höhe. Hier gibt es auch Zellen, die Melanin produzieren. Melanin ist für die Hautfarbe und Bräunung verantwortlich. Aber nicht nur die Sonne kann die Farbe deiner Haut verändern. Deine Haut kann auch orange werden, wenn du zu viele Karotten verzehrst. Aber die coolste Superkraft deiner unteren Epidermis ist, dass sie wie Solarzellen funktioniert. Dank dieser Fähigkeit wandelt sie Sonnenstrahlen in Vitamin D um, das deinem Körper Energie bereitstellt. Dringen wir jetzt weiter zur Dermis vor, der zweiten und dicksten Schicht deiner Haut. Ihre Dichte hängt aber von der konkreten Körperstelle ab. Die dickste Haut befindet sich an deinen Fersen, die dünnste auf deinen Augenlidern. Wir reisen jedoch durch die Haut an unserem Arm und wir haben noch einiges vor uns. Hier drinnen in der Dermis ist es rutschig und ziemlich feucht. Das erste, was wir zu Gesicht bekommen, sind Hängematten und elastische Bänder. Auf denen könnten wir wie Akrobaten rumturnen. Genauer gesagt sind das 2 Proteine, dank derer unsere Haut elastisch und dehnbar ist. Ein Sprung mehr noch und wir landen direkt neben 2 Wäldern. Der erste ist ein Wald aus Nerven und Rezeptoren. Aua, nicht anfassen, die sind sehr sensibel. Nerven nehmen schon die kleinste Berührung und auch Temperaturveränderungen wahr und senden diese Signale direkt ans Hirn. Das Gehirn identifiziert diese Signale als schmerzvoll, warm, kalt, nass, trocken oder sogar kitzlig. Also, wenn die Haut so sensibel ist, warum können wir uns dann nicht selbst kitzeln? Tja, wenn wir das probieren, weiß unser Gehirn ja schon im Voraus, welchen Bereich wir kitzeln werden. Es kennt auch schon die Stärke und Intensität, die wir anwenden werden. Wenn wir das wissen, senkt unser Gehirn das Sensibilitätslevel. Wenn uns aber jemand anderes kitzelt, erhöht unser Gehirn dieses Level, sodass unser Körper schnell reagiert und sich selbst verteidigt. Auf zum zweiten Wald. Der besteht aus Haaren, die wie riesige Bäume aussehen. Die wachsen überall. Aber nicht der Boden hält sie verwurzelt, sondern kleine Muskeln. Wenn du Angst bekommst, dir kalt ist oder du tolle Musik hörst, kontraktieren diese Muskeln und stellen deine Härchen auf. In diesem Bereich gibt es viele Blutgefäße, die deine Körpertemperatur regeln. Wenn du fleißig im Fitnessstudio trainierst, dehnen sich diese Gefäße aus, um dich abzukühlen. Wenn du eines kalten Tages draußen auf der Straße läufst und warme Kleidung vergessen hast, ziehen sich diese Gefäße zusammen, um so viel Wärme wie möglich beizubehalten.
Wenn du jetzt einen Marathon unter der heißen Sonne läufst, schau mal, dann sondert deine Haut von hier Schweiß ab. Übrigens, Schweiß an sich mieft nicht. Erst wenn er mit Bakterien in Berührung kommt. Jetzt, da wir uns abgekühlt haben, können wir weitergehen. Hier drin ist es so wunderschön und faszinierend. Die Struktur der ganzen Haut basiert auf der Dermis. Sie ist wie das Fundament eines Gebäudes. Und so ein Gebäude braucht natürlich zusätzliche Security. Die Dermis besitzt eigene Immunwächter, sogenannte Phagozyten, die Bakterien Einhalt gebieten. Jetzt scheint es so, als wären wir nur von schlechten Bakterien umgeben, aber wir haben auch ein paar Freunde. Die befinden sich in dem Öl, das durch deine Drüsen produziert wird und helfen deinem Immunsystem dabei, bösartige Mikroben zu bekämpfen. Zeit, in die tiefste Ebene deiner Haut einzutauchen. Die Hypodermis. Hier ist es sehr weich und schmierig wegen des Fetts. Das Fett ist überall, aber wir haben es diesem Fett zu verdanken, dass wir komfortabel auf unseren Hintern sitzen können. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe von Fett. Unser Körper braucht Fett, wenn wir hungrig sind. Es funktioniert also wie Treibstoff und dient als Schutz für Organe und Muskeln. Aber das Coolste am Fett ist, dass es das Leptinhormon produziert. Nach dem Essen fühlst du dich voll. Aber nicht, weil dein Bauch voll ist, sondern weil dir das dein Leptinhormon sagt. Richtig, Fett kontrolliert deinen Appetit, nicht aber deinen Bauch. Sagen wir, ein kleines, aber sehr raffiniertes Bakterium hat sich durchgemogelt und ist an den Immunkriegern vorbeigeschlichen. Dann gelangt es in die Dermis, schwimmt durch die Öldrüsen, schlägt sich durch den Haarwald und flüchtet vor den Phagozyten, um sich tief in der Fettschicht einzugraben. Das Bakterium hat dann alle Hautschutzschichten überwunden und infiziert nun den Körper. Aber nicht so schnell, jetzt kriegt es erst richtige Probleme. Die Hypodermis hat noch weitere Immunwächter namens Makrophage in der Hinterhand. Diese Zellen werden im Knochenmark gebildet. Beim ersten Alarmzeichen taucht diese Gruppe von Kriegern auf und zerstört die unerwünschten Gäste. Und jetzt mach dich bereit für die coolste Funktion deiner Haut, Regeneration. Wenn wir verletzt werden, wird die Wunde mit einem Blutgerinnsel verschlossen. Diese Hülle erhärtet von außen, damit der Körper vor fremden Organismen geschützt wird. Dann tauchen Fibroblasten im Gerinnsel auf. Und diese versiegeln die Wunde mit Narbengewebe. Das kannst du dir wie bei einem Brot vorstellen, das durchs Backen eine Kruste bekommt. Und deshalb nennen wir den Wundverschluss auch Kruste. Oder stell dir vor, in deinem Haus wäre ein Fenster kaputt. Draußen regnet es und du musst das Fenster schnell reparieren. Der beste Handwerker der Stadt ist gerade ziemlich beschäftigt, aber du kannst nicht auf ihn warten, weil der Regen in dein Haus platzt. Also rufst du einen billigeren Handwerker an, der dein Fenster relativ schnell repariert. Das Haus und das zerbrochene Fenster sind deine Haut mit einer kleinen Wunde und der Regen fremde Bakterien. Und der billigere Handwerker, das Narbengewebe. Ganz normale Haut besteht aus Fasern, die in alle Richtungen verlaufen. Narbengewebe allerdings hat nur parallele Fasern. Fibroblasten nutzen Narbengewebe, weil es schneller repariert als gewöhnliche Fasern. Und deine Wunde sollte schnell regenerieren. Deshalb sieht die Haut auf deinen Narben etwas anders aus. Und so funktioniert deine Haut. Das haut dich um, oder? Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video doch ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir sicher gefallen. Klicke einfach links oder rechts und bleib immer auf der Sonnenseite des Lebens.